Der Amazonas-Regenwald ist für seine beispiellose Artenvielfalt bekannt und beherbergt eine Vielzahl faszinierender und gefährlicher Lebewesen. In diesem Video entdecken Sie die tödlichsten Tiere in diesem umfangreichen und lebendigen Amazonas-Ökosystem. Jeder von ihnen weist einzigartige Eigenschaften und tödliche Fähigkeiten auf und zeigt, warum sie ihren Platz in diesem Video verdient haben. Nummer 1. Der rosafarbene Delfin. Viele würden argumentieren, dass diese Delfine nicht wirklich rosa sind, aber dies ist der Name, der diesen hellen Delfinen gegeben wird, die durch den Amazonas schwimmen. Dies macht sie zu einem der wenigen Salzwassertiere, die sich an das Reisen im Süßwasser anpassen können. Die Farben dieser Delfine reichen von zartem Rosa bis hin zu leuchtendem, fast neonfarbenem Rosa. Seine einzigartige Farbe kann sich je nach Stimmung, Alter oder Wassertemperatur ändern. Ziemlich cool, oder? Diese Kreaturen gelten als eine der intelligentesten im Amazonasgebiet. Schließlich erfordert das Leben in einem so vielfältigen Dschungel mehr Geschicklichkeit. Im Gegensatz zu Ozeandelfinen haben Rosadelfine offene Halswirbel, die es ihnen ermöglichen, ihren Kopf um 180 Grad zu drehen. Dadurch können sie nach hinten schauen, ohne ihren gesamten Körper zu drehen, was beim Manövrieren in überschwemmten Wäldern während der Regenzeit, wenn sie zwischen den Bäumen nach Fischen suchen, äußerst nützlich ist. Währenddessen benötigen Meeresdelfine diese Anpassung nicht, da sie im offenen Ozean jagen. Im Gegensatz zu ihren Verwandten, die im Salzwasser gedeihen, lernen Rosadelfine auch, bei der Nahrungsaufnahme nicht wählerisch zu sein. Diese Jungs ernähren sich von Fisch, Kohlenhydraten und sogar kleinen Schildkröten. Diese Ernährung ermöglicht es ihnen, in einem Ökosystem zu gedeihen, das sich ständig mit den Jahreszeiten verändert. Nummer 2. Payara, der Wasserwolf. Unter der Oberfläche des Amazonasbeckens existiert eine Welt voller faszinierender, wenn auch etwas einschüchternder Wasserlebewesen. Die Lebewesen in diesen Gewässern reichen von weniger attraktiven, aber harmlosen bis hin zu bekannteren Lebewesen wie dem Payara, auch bekannt als Säbelzahntigerfisch und dem Wasserwolf. Der Payara zeichnet sich durch seine scharfen Zähne mit spitzen Klingen und zwei länglichen Reißzähnen von 4 bis 6 Zoll aus. Diese Reißzähne sind so groß, dass Payaras mit speziellen Löchern im Oberkiefer geboren werden, um sie aufzunehmen. Zu ihrer anspruchsvollen Ernährung gehört das Fressen von Piranhas und sie gedeihen in klaren, schnell fließenden Gewässern wie turbulenten Flüssen und Wasserfällen. Die Jagdtaktik der Payaras besteht darin, zwischen Fischschwärmen hin und her zu huschen, Chaos zu stiften und ihre Fangzähne als vielseitige Werkzeuge einzusetzen, mit denen sie ihre Beute erstechen, ergreifen und festhalten können. Einige Opfer werden im Ganzen verschlungen, während andere ein noch grausameres Schicksal erleiden und von den dolchartigen Reißzähnen der Payara zerrissen werden. Nummer 3. Im Herzen des wilden Amazonas herrscht ein wahrer Schrecken, der unerschütterlichen Respekt erfordert. Es ist ein Raubtier, das nicht ignoriert werden kann. Es liegt tief im Wald und seinen mächtigen Flüssen. Dieser beeindruckende Alligator stellt die größte Bedrohung für diejenigen dar, die es wagen, sich in sein Reich vorzuwagen. Der schwarze Kaiman ist kühn aggressiv und zögert nicht, anzugreifen, wenn der verlockende Geruch von Beute in der Nähe ist. Aber es ist nicht nur sein Hunger, der ihn gefährlich macht, auch seine Größe ist wirklich imposant und erreicht eine Länge von bis zu 20 Fuß. Der schwarze Kaiman ist der größte Alligator in diesen türkischen Gewässern. Sein unersättlicher Appetit kennt keine Grenzen. Es greift mit tödlicher Präzision Fische, Vögel, Säugetiere und sogar unglückliche Seelen an, die zu nahe sind, um sich darin zu trösten. Leider ist bekannt, dass dieses monströse Raubtier bei bestätigten schrecklichen Angriffen Opfer fordert, darunter auch Kinder. Als Meister der Heimlichkeit und des Hinterhalts streift der schwarze Kaiman durch die dunklen Gewässer des Amazonas und seiner Nebenflüsse und fügt sich perfekt in seine Umgebung ein. Im Schutz der Nacht wird er zu einem unsichtbaren Gespenst, das in den dunklen Tiefen verschwindet.
Ihre Jagdstrategie verursacht Albträume. Geduldig wartend, nutzt es den perfekten Moment, um blitzschnell seinen Angriff zu starten und seine Beute in seinen gewaltigen Kiefern einzufangen. Um in den komplexen Tiefen des Amazonas zu überleben, müssen Sie die Warnung des schwarzen Kaimans beherzigen, denn er verkörpert die Angst in diesen unbarmherzigen Gewässern. Seine imposante Präsenz und unerbittliche Wildheit machen ihn zum ultimativen Raubtier, das von allen gefürchtet und respektiert wird, die seinen Ruf kennen. Nummer 4 – Goliath-Vogelfresser. Hat hier irgendjemand Angst vor Spinnen? Wenn Sie mit Ja antworten, mögen Sie diese Kreatur wahrscheinlich nicht. Wir stellen vor, die verschlingende Goliath-Spinne ist, wie der Name schon sagt, die größte Spinne der Welt. Ihr Körper kann eine beeindruckende Länge von 5 Zoll erreichen, das ist so groß wie ein kleiner Welpe. Und wenn es seine Beine ausstreckt, kann es einen Teller bedecken. Ja, Sie haben richtig gehört, ein Ersteller. Die Spinne kann mehr als 6 Unzen wiegen und hat eine Beinspannweite von bis zu 11 Zoll. Machen Sie sich keine Sorgen, der Goliath-Verschlingungsspinne im wirklichen Leben zu begegnen, es sei denn, Sie leben in den Regenwäldern Südamerikas wie Venezuela, Brasilien und Guyana. Diese Kreaturen halten sich am liebsten in unterirdischen Höhlen auf und stellen normalerweise keine ernsthafte Bedrohung für den Menschen dar. Obwohl sie sich mit ihren großen Reißzähnen unter der Erde graben können, ähnelt ihr Biss dem eines Wespenstichs und ihr Gift ist nicht stark genug, um ernsthaften Schaden anzurichten. Trotz ihres Namens ernähren sie sich nicht hauptsächlich von Vögeln, sondern bevorzugen Insekten, kleine Säugetiere und Amphibien. Sie nutzen ihre Stärke und Heimlichkeit, um nachts zu jagen, aber ihr Gift wirkt sich nicht auf den Menschen in der gleichen Weise aus wie seine Beute. Nummer 5. Eines der kleinsten, aber tödlichsten Lebewesen im Amazonasgebiet ist der Pfeilgiftfrosch, der ursprünglich in Kolumbien vorkommt. Dieser giftige Frosch erlangte schnell Berühmtheit für seine tödliche Berührung, da er allein durch die Berührung einen Mord begehen konnte. Unter seiner farbenfrohen Fassade verbirgt sich ein tödliches Gift, das Respekt erfordert. Ihre leuchtenden Farben dienen als Warnung für Raubtiere und signalisieren das Vorhandensein einer Gefahr. Wer dieser scheinbar unschuldigen Amphibie begegnet, steht einer Kreatur gegenüber, die die Macht zum Töten in sich trägt. Was diese scheinbar unscheinbare Kreatur jedoch auszeichnet, ist ihre bemerkenswerte Fähigkeit, verschiedene Arten von Giften über ihre Haut auszuscheiden. Darunter befindet sich eines der stärksten Giftstoffe, die der Mensch kennt, Tetradotoxin. Ja, das gleiche Gift kommt auch im berüchtigten Kugelfisch vor. Um es ins rechte Licht zu rücken, das Gift dieses Frosches ist so tödlich, dass sowohl Tiere als auch Menschen gelernt haben, seine Berührung zu fürchten. Interessanterweise brauchten die Menschen einige Zeit, um die Gefahren zu verstehen, die von diesem tödlichen Killer ausgehen. Doch im Laufe der Zeit wurde sein giftiges Geheimnis entdeckt. Menschen begannen, das starke Gift des Frosches zu nutzen, um vergiftete Pfeile herzustellen, eine tödliche Waffe, die mit einem einzigen Schlag lähmen oder töten kann. Daher der Name giftiger Pfeilfrosch. Nummer 6. Die Arapaima. Unsere Liste der schrecklichen Entdeckungen im Amazonas-Regenwald wäre ohne den Arapaima nicht vollständig. Der Arapaima ist der größte Süßwasserfisch mit Schuppen der Welt und erreicht beeindruckende Größen, wie etwa 15 Fuß Länge und 440 Pfund Gewicht. Sein Körper ist durch harte mineralierte Schuppen geschützt, die als natürlicher Schutzschild gegen Raubtiere wie Piranhas dienen. Diese Schuppen haben die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern erregt, die darüber nachdenken, daraus kugelsichere Rüstungen herzustellen. Darüber hinaus verfügt der Arapaima über die einzigartige Fähigkeit, Luft zu atmen und alle 5 bis 15 Minuten an die Oberfläche zu steigen. Obwohl diese Fähigkeit es den Fischern erleichtert, ihn zu fangen, wird der Arapaima auch wegen seines köstlichen Fleisches geschätzt, was ihn zu einem begehrten Fang bei den Einheimischen macht.
Dieses erstaunliche Geschöpf sticht nicht nur in der Natur hervor, sondern inspiriert auch die Forschung zu neuen Schutztechnologien. Nummer 7. Pacu-Fisch. Dieser Fisch kann Ihnen aufgrund seiner seltsam menschenähnlichen Zähne etwas Unbehagen bereiten, aber keine Sorge, der Pacu ist Allesfresser und ernährt sich hauptsächlich von Früchten und Nüssen. Apropos Nüsse, es gibt einige unglaubliche Geschichten über männliche Schwimmer, die behaupten, diese Fische hätten ihre Hoden angegenabwehrt. Allerdings könnten diese Geschichten übertrieben oder sogar erfunden sein. Im Tierreich gilt als allgemeine Regel, dass selbst scheinbar harmlose Lebewesen defensiv oder aggressiv werden können, wenn sie sich bedroht fühlen oder wenn ihre Umgebung gestört wird. Daher ist im Amazonas am besten Vorsicht geboten. Interessanterweise sind Pacu-Fische in den Vereinigten Staaten legal im Besitz. Allerdings können diese Fische bis zu 1,20 m lang werden und wenn sie aus ihrem Aquarium herauswachsen, entscheiden sich einige Besitzer dafür, sie in nahegelegenen Seen freizulassen. Nummer 8. Lernen Sie das Juwel in der Krone des Amazonas kennen. Diese prächtigen Katzen dominieren den Dschungel mit einer Aura von Kraft und Wildheit. Ihre beweglichen Körper, die perfekt an dieses tückische Reich angepasst sind, ermöglichen es ihnen, sich mühelos durch das dichte Unterholz zu bewegen und auf hohe Bäume zu klettern. Heimlichkeit und Präzision sind die Markenzeichen des Jaguars. Mit unvergleichlicher Anmut bewegen sie sich durch die Schatten, wobei ihre Flecken perfekt mit dem gesprenkelten Licht der Sonne verschmelzen. Wenn der richtige Moment gekommen ist, entfesseln sie einen Geschwindigkeitsschub und treiben sie mit ihren kräftigen Muskeln auf ihre ahnungslose Beute zu. Aber unterschätzen wir nicht die Intelligenz dieser großartigen Raubtiere. Wilde Jaguare meiden im Allgemeinen Konflikte mit Menschen, obwohl sie als tödlich gelten. Sie verfügen über ein instinktives Verständnis für die Gefahren, die von Menschen ausgehen, und ziehen sich lieber zurück, als sich zu engagieren. Erst wenn sie provoziert oder bedroht werden, zeigen sie ihre wahre Stärke und Hartnäckigkeit. Sie gehören zu den wichtigsten Raubtieren des Amazonas. Nummer 9. Der Rotbauchpiranha ist einer der am meisten gefürchteten Bewohner des Amazonas. Diese kleinen Fische genießen aufgrund ihrer scharfen Zähne und ihres unersättlichen Appetits einen guten Ruf. Obwohl sie klein sind, können sie bis zu 14 Zoll lang werden und ihr silbriges Aussehen mit einem roten Schimmer an der Unterseite ist unverkennbar. Sie sind opportunistische Raubtiere mit kräftigen Kiefern und scharfen Zähnen, ideal zum präzisen Zerreißen von Fleisch. Obwohl sie sich hauptsächlich von Fischen, Insekten und Krebstieren ernähren, fressen sie auch größere, verendete Tiere und zeigen damit ihre Anpassungsfähigkeit. Beeindruckend ist die Gruppenjagd, die es ihnen ermöglicht, größere Beutetiere schnell zu erlegen und zu verschlingen. Obwohl sie normalerweise keine Gefahr für den Menschen darstellen, können sie gelegentlich angreifen, insbesondere wenn in der Trockenzeit die Nahrung knapp ist. Die meisten Angriffe verursachen leichte Verletzungen, können in seltenen Fällen jedoch zu erheblichem Blutverlust führen und sogar tödlich enden. Dieser furchterregende Ruf und ihr unstillbarer Appetit machen sie zu einem der gefährlichsten Monster im Amazonas. Nummer 10. Ironischerweise galt der riesige Amazonas-Blutegel Ende des 19. Jahrhunderts einst als ausgestorben, aber das Schicksal wollte es, dass er wieder auftauchte. Tatsächlich fand einer dieser monströsen Blutegel seinen Weg an eine renommierte Universität und wurde zum Gegenstand umfangreicher Studien. Mit dem Namen Oma Moses und in Begleitung ihrer 750 Nachkommen offenbarte sie die unglaubliche Widerstandsfähigkeit und Hartnäckigkeit dieser Kreaturen. Diese blutrünstigen Parasiten jagen selbst den mutigsten Entdeckern Angst ein. Diese Kreatur ist monströs und kann eine erstaunliche Länge von 17,7 Zoll und eine Breite von bis zu 10 Zoll erreichen. Ja, Sie haben es richtig gehört, diese Blutegel sind kolossal und allein ihre Größe reicht aus, um sie zum Schaudern zu bringen. Doch nicht nur seine imposante Größe macht den Riesen-Amazonenegel zu einem gefürchteten Lebewesen.
Diese Parasiten haben die Kunst des Überlebens perfektioniert, indem sie sich an ahnungslose Opfer klammern und sich weigern, loszulassen. Ihre Entfernung erfordert eine heikle und zeitaufwendige Technik, insbesondere bei Blutegeln dieser Größenordnung. Der Versuch, sich aus ihrem Griff zu befreien, kann eine qualvolle Erfahrung sein. Die Konfrontation mit diesen kolossalen Parasiten bedeutet, einer Kreatur gegenüberzustehen, die den Ausdruck Natursauger wirklich verkörpert. Nummer 11. Der Potu-Vogel. Dieser Vogel gilt als eine der seltsamsten Arten, die man auf der Welt finden kann. Sein einzigartiges Aussehen macht es schwierig, ihn in den Amazonaswäldern zu entdecken. Mit einer Länge von 48 cm bis 60 cm verfügt der Potu über eine außergewöhnliche Fähigkeit, sich zu tarnen und sich vor Raubtieren zu verstecken. Mit seinem Schnabel fängt er Insekten und kann sich so effizient ernähren. Darüber hinaus ist es dafür bekannt, seltsame und erschreckende Geräusche zu erzeugen, die die Vorstellungskraft sprengen. Gelegentlich wurde berichtet, dass diese Vögel beträchtlich wachsen und gut sichtbare Größen erreichen können, wie auf diesem Foto zu sehen ist. Nummer 12. Der Amazonas ist die Heimat einer großen Anzahl giftiger und gefährlicher Schlangen unterschiedlicher Größe und Artikel. Die Geschichte handelt von einer Gruppe von Menschen, denen es gelang, an einem der Strände ein Foto einer Riesenschlange zu machen. Viele Wissenschaftler behaupten, dass diese Schlangenart zu ausgestorbenen Lebewesen gehörte, was zu Diskussionen über die Existenz anderer dieser Arten in der Gegend führt. Dies verstärkt das Mysterium und die Angst unter Wissenschaftlern, und einige glauben, dass das Bild authentisch ist und sich auf das an diesem Strand entdeckte Riesenskelett bezieht. Nummer 13. Glasfrosch. Stellen Sie sich vor, Sie stoßen auf einen Frosch mit transparenter Haut anstelle des typischen undurchsichtigen Aussehens. Wenn Sie sich jemals im Amazonas befinden, ist dies sehr gut möglich. Glasfrösche gehören zur Familie der Centrolenidae, die mehr als 150 Arten umfasst. Ihre Haut ist so durchsichtig, dass man ihren Herzschlag sehen kann. Da sie transparent sind, können sie sich gut in die Umgebung einfügen. Tagsüber ruhen diese kleinen Frösche und bleiben bewegungslos, wobei sie sich ihre transparente Haut zunutze machen. In der Abenddämmerung beginnen sie jedoch mit der Jagd nach Insekten. Sie sind wirklich erstaunliche Kreaturen. Nummer 14. Vampirfisch. Wenn es einen Grund dafür gibt, dass die Einheimischen nicht dazu neigen, sorglos in den Gewässern des Amazonas zu schwimmen, würden sie wahrscheinlich nicht glauben, dass es an einem Fisch liegt. Ja, Sie haben es richtig gehört, ein kleiner Fisch. Dies ist der Kerofisch, auch Vampirfisch genannt. Sie sind zwar winzig, oft nicht viel größer als ein paar Zentimeter, aber aufgrund der Geschichte, die sie umgibt, haben viele Menschen Angst, ihnen in freier Wildbahn zu begegnen. Wissen Sie, Kero ist ein Parasit, und die Art und Weise, wie er sich an seine Opfer klammert, kann ziemlich gruselig sein. Mit seinem stacheligen Maul heftet er sich an die Kiemen größerer Fische und ernährt sich dort wie ein Vampir von seinem Wirt. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt Behauptungen, dass Kero manchmal auch Menschen angreifen kann, indem es in die Harnröhre von Menschen schwimmt, die im Wasser schwimmen, ohne es zu merken. Nun stößt diese Idee bei vielen Wissenschaftlern auf Skepsis, die argumentieren, dass ein solches Verhalten höchst unwahrscheinlich wäre und nicht durch Beweise gestützt wird. Allerdings sind viele im Umgang mit diesen Kreaturen weiterhin vorsichtig, und ehrlich gesagt wäre ich das auch. Nummer 15. Stellen Sie sich ein Monster vor, das so wild ist, dass selbst die größten Raubtiere im Wald vor seiner Gegenwart zittern. Treffen Sie den Riesenotter, den größten Otter der Welt und eines der tödlichsten Tiere des Amazonas. Mit einer Länge von über 6 Fuß ist der Riesenflossotter ein erfahrener Jäger und dominantes Raubtier. Nur sehr wenige Gegner trauen sich, ihr auch nur in die blutunterlaufenen Augen zu schauen, außer natürlich der Mann.
Der Riesenotter kann eine Länge von bis zu 2,5 Metern erreichen, obwohl es keine bestätigten Aufzeichnungen über diese Länge gibt. Sie sind gesellige und territoriale Tiere, die oft Familiengruppen mit bis zu 20 Individuen bilden. Trotz ihres bezaubernden Aussehens haben sie eine Beißkraft von 615 PSI und ernähren sich von Fischen, Schlangen und anderen Flusslebewesen. Sie können alleine oder in Gruppen jagen und haben in seltenen Fällen Aggression gegenüber Menschen gezeigt. Diese Otter dominieren ihren Lebensraum und werden nur gelegentlich von Alligatoren bedroht. Im Amazonasgebiet stellen sie eine mächtige und symbolträchtige Art dar.